Ja, Mama Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Cheryl unterwegs und wir haben ein Randomizer-Setup, gemeinsame Tarnung, potenzielle Energie, Leichtgewicht und Tanz mit mir. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Wir sind auf der neuen Map unterwegs, Leute. Mega nice. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Runde. So, Leute, wir spielen sogar auf der neuen Map. Sehr schön. Dann lass mal loslegen hier. Ja, direkt helfen. Mal schauen. Ding Glide. Ich finde das Fenster so useless irgendwie. Wollen mal helfen gehen. Tanz mit mir. Sich das nochmal rentiert, einfach so, ohne irgendwas anderes. So, mal schauen. Hey Dani, moin moin. Moin moin. Das da unten ist einfach nur Feuer, ne? Ich dachte erst, da wäre ein Totem, aber es brennt da einfach nur so. Okay. Dann gehen wir hier oben wieder ran. Sarina ist immerhin schon mal fleißig. Hey Jani, moin moin. Die Snow Army, was geht? Bist du wieder zu Hause? Ich dachte, du wärst im Urlaub gewesen. Noch deine Stories hier aus dem Disneyland gesehen, Junge. Ich dachte, er gönnt sich hier erstmal dick Urlaub. Hoffe, du hast eine schöne Zeit. Bist wieder da, nice. Und direkt DBD am reinballern, da, so lobe ich mir das. Geht's dir gut? Hast du Killer gespielt? Wahrscheinlich, ne? Das ist jetzt ärgerlich. Hey, keine Ahnung, wie das schon wieder geklappt hat. Ah, geil. Okay, dann wollen wir dem mal eben hier hochhelfen. Und wenn er will, dann heilen wir ihn auch einfach direkt. Das war wild, ey. Disney und DBD, beste Kombo. Ey, welchen Disney-Char würdet ihr am ehesten bei DBD fühlen? Okay, ich muss auch mal klarstellen, keiner von Star Wars oder hier Marvel oder so, sondern wirklich so diese klassischen Disney-Chars. Macht ja sonst keiner. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich gleich switche. Oh, shit, das wusste ich nicht. Ich bin neu in dem Spiel, zeig nicht so auf mich. Captain Hook, das wäre auch lustig. Ich würde ja, also Alice ist ja quasi schon drin. Ich bin ja eigentlich immer so ein Alice-Fan. Aber es gibt ja schon so ein paar Alice-Chars. Wen würde ich denn nehmen? Aber dann darf es Peter Pan, gibt es dann aber nicht als Survivor, der kann ja fliegen. Moin. Scar würde auch gut gehen hier, der böse Onkel da von König der Löwen als Killer. Meine, das Biest ist ja eigentlich nett, den kannst du halt nicht als Killer machen, ne? Vom Aussehen her schon, aber. Und dann Belle als Survivor? Läuft dir so ein Löwe hinterher? Wäre halt irgendwie schon wild. Why not? Oh, da wurde schon gerettet. Let's go hier, direkt hochheilen. Was ist das? Das Krokodil, das wäre auch geil, ja? Und Terrorradio ist einfach dieses TikTok, TikTok. Das wäre auch wild. Mickey Maus. Wer ist denn Male Fishing Ding? Sagt mir gerade gar nichts. Goofy. Gaston. Das war auch der von Dingens hier, ne?
schön und das Biest. Aus Aladdin Jafar, sagt mir auch gar nichts. Aber ist das der Djinn? Nee. Du kannst immer noch nicht sagen, was Pixar und was Disney war. Aber warte mal, gehört Pixar zu Disney? Nee, ne? Disney... Noch nicht. Noch gehört es nicht zu Disney. Duell läuft eigentlich hier. Die Mac macht jetzt auch gleich den dritten Generator fertig, wenn sie nicht geschrien hätte. Scheiße, hier ist gar nichts, wo ich wieder bin, ne? Na gut, den Free-Hit, den muss ich ihm jetzt wohl übergeben. Da vorne wäre was. Er wird wahrscheinlich direkt auf sein Moped steigen. Ja. Nice. Scheiße, hat er zu schnell gemerkt. Oh Gott. Oh. Let's go. Ist hier eine Palette? Ja. Woo. Nice. Oh. Ah, er macht sie wieder weg. Scheiße. Dachte, er will mich jetzt erstmal playen. Woo. Okay, aber er ist weg von uns. Nice. Und die Leute sind auch zu dritt fleißig. Weil ich da, nee, warte mal. Ich sehe... Wieso sehe ich überhaupt jemanden? Keine Ahnung. So, Chat. Seit 2006 gehört Pixar... zur Abteilung Walt Disney Motion. Ah, okay. Na gut, dann. Puh. Ich, auf dem PDB war ich gar nicht. PDB. Ich muss sagen, meistens der Mid-Chapter PDB interessiert mich meistens gar nicht so krass. Es sei denn, da ist irgendwas Geiles. Aber Schädelhändlerin will eh niemand sehen. Und sonst. Ich habe gesehen, der Trapper hat einen kleinen Buff bekommen, ne? Wenn er eine Falle legt, dass er irgendwie einen Boost bekommt oder was? Das Outfit von mir. Ich meine, ich bin halt... Ich sehe schon so ein bisschen wie so ein Astronaut aus, ne? Vielleicht einer, der seinen Job nicht ganz so ernst nimmt. So eine interessante Kombination hier, die der spielt. Hier diese... Wie heißt das? Dieses Waffengedönse vom Alien, dass ich schreie. Mit... der Fähigkeit... dass die Gens zugehen. Oh, der hat mich gesehen. Let's go, mein Freund. Nicht schon wieder. Ich bin auch schon wieder in der gleichen Ecke, Alter, wo nix ist. Dann einfach wieder zu der Palette. Oh, ich ziehe einfach jetzt. Problem ist... Oh, fuck. Ich wollte sagen, das Problem ist auch... Oh, hier ist der Keller. Das ist auch ein Problem. Ach, der hat das starke Addon sogar dabei. Das habe ich noch gar nicht gerafft. Er ist direkt wieder aufgeladen, wenn er mich erwischt. Aber er geht schon wieder weg von mir. Hat der Typ Nachsorge dabei? Nee. Ach so, hier. Ist das das? Sehe ich ihn deswegen? Man weiß es nicht. Irgendein Generator war doch schon was weiter. Let's go. Rampelbart von Weihnachtsmann und Kokage. Den kenne ich, glaube ich, gar nicht. Aber das ist, glaube ich, auch so ein animiertes Ding, ne? Ich muss sagen, so Animationsfilme... bin ich leider ein bisschen... Oh, die wurde rausgetunnelt. Sorry. Animationsfilme bin ich raus. Die gefallen mir nicht so. Ach doch, hinne jetzt. Wenn es kein Weihnachtsmann und Kokage ist, also nicht, dass ich wüsste, ne. Aber ist es ein Animationsfilm? Dann kenne ich den nicht. Den mag ich halt irgendwie echt nicht. Bin da ja immer ein bisschen eigen, was so Sachen angeht. Bin ja auch kein Anime-Enjoyer.
Oh Gott, der sieht mich doch jetzt wieder. Nee. Oh, hat den anderen auch nicht gesehen. Wild. Du schaust den jedes Jahr zu Weihnachten. Nee, sowas finde ich eh immer wild, wenn so Leute jedes Jahr... Oh Gott, er hat's aber verkackt. Jedes Jahr den gleichen Film schauen, so zu Weihnachten oder so. Außer Kevin allein zu Hause, das akzeptiere ich noch. Ach, scheiße. Glück, dass meine Verkleidung die perfekten Farbe für die Steine hat. Die Sache ist halt, ich würde echt gerne mal geheilt werden. Da hinten ist der Typ schon wieder. Ah, hier ist der andere Generator. Oh, der ist aber schon ein bisschen was weiter. Komm, der war bestimmt schon mal am Scourge. Der andere hat geschrien. Und ist in der Jagd. Das heißt, vielleicht kann ich den Generator jetzt schnell fertig machen. Ich hoffe, dass der nicht zu mir kommt hier mit dem Killer, weil ich ja auch noch schreie wahrscheinlich. Hat er ja noch die Alien-Fähigkeit aktiv. So, hast du Adre, mein Freund? Hast du nicht. Adre ist halt schon lecker. Ich werde trotzdem erstmal versuchen, helfen zu gehen. Wahrscheinlich ist das dumm. Wahrscheinlich sollte ich einfach gehen, weil die sind so nah an dem, Haken hier. Ist noch keiner vorbeigerannt? Ja gut, wenn jetzt wieder so ein Low-Shit ist, Alter, dann gehe ich zum Ausgang. Das ist halt, jetzt campt er da halt den einen und lässt den anderen wieder geslackt. Ja, mach's halt nichts. Ich gehe zum Ausgang, versuche den aufzumachen. Vielleicht komme ich ja noch raus. Wer weiß das schon. Hey Tinu, moin moin. Vielleicht hat er auch No Way Out und wartet nur drauf. Nee. Ja, dann ziehe ich durch. Versuchen ist der erste Schritt zu versagen, aber... Da der noch nicht am Haken ist, hoffe ich einfach mal, dass es funktioniert. Verletzt brauche ich halt nicht helfen zu gehen, ne? Schade. Oh, der ist nochmal freigekommen. Okay, ich gehe, damit der vielleicht die Luke bekommt. Ich glaube, was anderes. Oh, ich habe irgendein Achievement bekommen. Liebste Mutter. Was anderes kann ich, glaube ich, nicht mehr für ihn tun. Als zu hoffen, dass er ein Loop-König ist und die Luke findet. Let's go! Fuck Whisperer Luke. Er rennt leider auch irgendwo hin, wo nichts mehr so wirklich ist. Schade, aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. GG. Oh, wilde Runde, Leute. Wilde Runde. Immerhin einer rausgekommen, Leute, damit er die Geschichte dann auch weitererzählen kann. War auf jeden Fall eine wilde Runde. Ich habe nicht gedacht, dass wir da noch rauskommen. Am Ende hat es irgendwie noch gereicht. Mehr Glück als Verstand mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich sag einfach mal ciao, ciao.